Jetzt gibt es also ein neues Datum, auf das alle schauen, den 4. Mai. 2 Wochen länger als bisher geplant sollen die Kontaktverbote gegen das Coronavirus also bestehen bleiben. Darauf haben sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten heute geeinigt. Das scheint erst einmal sinnvoll und auch, dass einige Beschränkungen fallen. So sollen viele Geschäfte ab dem kommenden Montag wieder aufsperren dürfen. Gaststätten dagegen bleiben zu. Und Großveranstaltungen wie das Straubinger Goldmundenvolksfest werden heuer ganz ausfallen. Bis 31. August sind sie grundsätzlich untersagt. Das ist schade, aber sinnvoll, denn gerade solche Veranstaltungen haben die Verbreitung des Virus in der Vergangenheit besonders begünstigt. Die Schulen werden erst ab 4. Mai wieder teilweise den Betrieb aufnehmen, die Kindergärten erstmal gar nicht. Das ist bitter für berufstätige Eltern, aber im Kampf gegen die Pandemie ebenfalls sinnvoll, denn Kleinkinder halten sich eben nicht an Abstandsregeln. So durchdacht das also alles scheint, ein bitterer Beigeschmack bleibt. Denn nach welchen Kriterien da entschieden wurde, kann nach wie vor niemand erklären. Und das wird zunehmend zum Problem, je länger die Beschränkungen dauern.